zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute möchte ich dir zeigen, wie du in 10 Minuten ein wunderschönes Alltags-Augen-Make-up schminken kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. So, ich habe den Timer gestellt auf 10 Minuten und den werden wir jetzt starten. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Es geht einfach um ein Alltags-Make-up und was ich einfach auf die Schnelle machen kann, weil ich einfach keine Zeit habe für sowas, für sowas Unnötiges. Aber wenn man einfach die Zeit hat für 10 Minuten, würde ich sie investieren, weil man sich einfach vielleicht viel wohler fühlt, ja, und das ist schnell gemacht, hoffe ich. Und wir starten jetzt einfach mal. Ich habe mein Gesicht gereinigt, ich habe Tagespflege aufgetragen, Augenpflege, und dann gehe ich jetzt als nächstes hin und benutze einen Primer. So, und das ist jetzt einer meiner Lieblingsprimer, und zwar von M. Assam und Perfect Tag. Und ich muss mal eben gucken mit dem Fokus. Genau, da ist er. Und ich finde, er lässt sich wirklich sehr schnell auftragen und verteilen, und der zieht auch relativ schnell ein. Und ich trage den Primer einfach auf mein ganzes Gesicht auf, damit ich einfach eine Grundlage bilde für das Make-up. Auf den Augen, auf der Stirn, überall. So dass ich quasi eine Leinwand habe zum Malen. So, das lassen wir jetzt schnell einwirken. Und in der Zeit lege ich schon mal meine Sachen bereit. Hätte ich eigentlich vorher machen können, aber wir wollen das ja alles in 10 Minuten schaffen. So, dann habe ich erstmal hier meine Pinsel bereitgelegt. Dann habe ich mein Schwämmchen, mein, sag schnell, ich komme in Stress, mein Beauty Blender von Retechniques, und das war es dann auch schon. Und ich fühle gerade, es ist jetzt ganz gut eingezogen und jetzt kann ich hingehen und mein Make-up auftragen. Und in diesem Falle nehme ich das von Judith Williams Anti-Aging Foundation, weil ich finde, dass er sich auch sehr gut auftragen lässt. Der passt sich dem Hautton an und es lässt sich gut verteilen und zaubert ein wirklich sehr, sehr schönes Hautbild. So. Ich gebe das in meine Hände und verteile das in mein ganzes Gesicht, und dann gehe ich mit meinen Händen und arbeite das mit den Fingern ein, überall am Auge, den Hals nicht vergessen, und mit einem Pumpstoß kommt man eigentlich sehr gut hin. So. Und damit das Ganze ein bisschen ebenmäßiger aussieht, gehe ich mit meinem Beauty Blender hin und tupfe das Ganze ein. Also diese Foundation, wie gesagt, passt sich dem Hautton an, und ich finde, die dunkelt ein klein wenig nach, habe ich das Gefühl. Aber ich finde das Endergebnis immer sehr, sehr schön. So, das lassen wir jetzt so ein bisschen eintrocknen, und in der Zeit lege ich meinen Pinsel bereit, und zwar meinen Puderpinsel. So, wo ist mein Pinsel? Ich musste mein Puder. Moment. Da ist mein Puder. Und zwar benutze ich von P2, das ist eine Limited Edition gewesen, C2Face Compact Powder. Ihr könnt irgendein Puder nehmen, was einfach zu eurem Hautton passt. Das ist eine sehr helle Variante. Das ist die Nummer 010 Sea Breeze.
Dann nehme ich einfach meinen Puderpinsel, den ich noch nicht gewaschen habe, gehe rein mit dem Pinsel und klopfe das Ganze ab und dann gehe ich über das ganze Gesicht. Zack, zack, zack. Wie viele Minuten habe ich noch? Ich habe noch 5 Minuten. Genau. Ja, das sieht ganz gut aus. So, als nächstes gehe ich hin und trage einfach so ein bisschen Bronzer, um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen, und ein bisschen Blush Highlighter. Genau. Genau, Bronzer und Blush Highlighter. Wo ist er denn jetzt? Ah. Oh mein Gott. So, und dann, ja, ich hätte mir das alles wirklich zurechtlegen sollen. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Man will das alles in diesen 10 Minuten schaffen. Das ist jetzt ein Sleek Bronzer und Highlighter Face Contour Kit, nennt sie sich. Und ich finde die Farbe auch ganz gut. Da ist ein ganz, ganz wenig ein kleiner Rotstich drin, aber das ist nicht der Rede wert. Ich finde den sehr schön. Und dann gehe ich hin und konturiere quasi meine Wangen. Dann gehe ich nochmal hier oben drüber und so ein bisschen mein Doppelkinn kaschieren und fertig. Dann gehe ich nochmal mit meinem Puderpinsel hin und verblende das Ganze. Als nächstes benutze ich den Rossmann von Rossmann Moondust, ich glaube von Rival de Loop. Das ist ein Blush und Highlighter in einem. Dann gehe ich mit dem Pinsel hier rein und gebe das auf meine Wangenknochen. So, und so. Ich finde, man kann den sehr, sehr gut benutzen, weil er nicht zu dick aufträgt. Man bekommt dann einen schönen Glow hier und ein bisschen Farbe auf den Wangen. Dann gehe ich hin und muss mal eben schauen. Jo, wo habe ich denn die Sachen jetzt? Scheiße. Das ist der hier und genau. Dann gehe ich hin und mache meine Augenbrauen fertig, und zwar mit dem Tame and Frame Tinted Brow Pomade. Da, von NYX. Dann gehe ich einfach rein mit einem Augenbrauenpinsel und gehe dann mit diesem Pinsel über meine Augenbrauen. Und ich finde, mit dieser Pomade klappt das sehr, sehr gut. Geht auch sehr schnell, es hält die Augenbrauen in Form und gibt dem auch ein bisschen Farbe. So. Dann einmal nachbürsten. Als nächstes machen wir Lidschatten. Und zwar Lidschatten nehmen wir den hier und... Ach, mal eben gucken. Den hier. Genau, also Lidschatten benutze ich den von Wet n Wild, dem Creme Brûlée, und dann gehe ich damit einfach über mein komplettes bewegliches Lid und auch hier oben so ein bisschen. I can hear it now.
Dann nehme ich einen Blenderpinsel und von Catrice, das ist ein Braunton von Catrice, wie nennt man das? Das war Catrice Absolute My First Copperware Party. Gibt es leider nicht mehr. Da kann man aber auch irgendeinen anderen Braunton nehmen. Und dann geht man damit in die... Huch! Ja, Timer, 10 Sekunden. Scheiße. Gut, dann werden wir das ein bisschen überziehen, aber wir sind auch schon gleich fast fertig. So. Das andere Auge noch. Und ich mache immer einen hellen Ton oder meistens einen hellen Ton auf das bewegliche Lid und in meine Lidfalte einen dunkleren Ton, weil ich einfach Schlupflider habe. Und ja, das drückt die Schlupflider so ein bisschen in die Tiefe. Jetzt muss ich das noch ein bisschen verblenden. Und das mache ich dann jetzt hier in der Kamera. Einfach verblenden. So. Okay, stopp. Nee, abbrechen. Okay, verwerfen. Ich muss ja den Timer eben ausmachen. Ja, also 10 Minuten sind schon um, aber ich bin ja auch schon fast fertig. Und jetzt kommen wir zum Eyeliner. Wo ist der Eyeliner? Eyeliner, Lippenstift und... Mal eben gucken, wo ist denn mein Mascara? Genau. Nein, Eyeliner. Ah. Wo ist denn mein Eyeliner? Ah, da. Okay. Okay, ja, Eyeliner. Das mache ich dann wieder mit meinem Spiegel. Zack. Und das andere Auge. Müsste reichen. Und dann gehe ich noch mit der ja, Eyeliner war übrigens von Catrice, der Calligraph. Fokus will mich wieder ärgern heute. Genau, der Calligraph, und ich finde den nicht schlecht. Der Nachteil ist einfach, dass der relativ schnell austrocknet, aber man kann da wirklich präzise mit arbeiten. Und dann gehe ich jetzt hin mit der Iconist da. Von Catrice. Ich bin von dieser Mascara auch sehr, sehr begeistert, weil sie einfach volle Wimpern zaubert und auch Länge. Genau. So, jetzt nehme ich wieder meinen Spiegel zur Hand. Scheiße, ich wollte 10 Minuten schaffen. Genau. Und dann tusche ich mir einfach die Wimpern. Und ich empfehle bei der Catrice Iconist 2 Schichten aufzutragen, weil man da einfach ein schöneres Ergebnis bekommt. Das war es dann auch schon, beziehungsweise ich gehe nochmal hin und tue mir einfach einen ganz normalen Nude-Lippenstift drauf oder einfach einen Lipgloss. Und in diesem Fall tue ich meinen Lieblings-Lippenstift auftragen von Essence, und zwar ist das die Come Naturally 03. Das ist wirklich ein wunderschöner Ton, ein Mauve-lila Ton, und ich finde diesen Ton nirgends mehr. Den gibt es leider nicht mehr, und ich suche nach einem Dupe
Bisher habe ich leider noch keinen gefunden. Fertig. Jo. Genau, also wir sind jetzt nicht mit der Zeit hingekommen oder ich bin mit der Zeit nicht hingekommen, aber trotzdem finde ich, sieht das ganz nett aus. So. Genau. Das ist mein Alltag-Make-up. Und ich finde, es sieht natürlich aus, es sieht gepflegt aus, es sieht ganz gut aus. Und ja, das war's. Ich hätte mir alles vorbereiten müssen, glaube ich. Ich war total unvorbereitet. Aber eigentlich wollte ich das alles in 10 Minuten schaffen. Vorbereitung und Schminken. Naja, so ist das Mami-Leben. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.